bin hier am U-Bahnhof Rosenthaler Platz und überprüfe gerade, ob der Geigerzähler noch funktioniert, wie die Funktion von ihm ist. Das sollte man ja machen, einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr, weil die sind ja eigentlich auch Verschleißteile. Und das ist jetzt schon der dritte. Der erste ist durch Sturz von einem halben Meter Höhe kaputt gegangen, der andere durch Verschleiß, ist jetzt der dritte. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich wissen, ob sich hier bei dem U-Bahnhof Rosenthaler Platz irgendwie in irgendeiner Form was verändert hat. Sehr naheliegend. Erstmal, weil ich hier diverse Videos gemacht habe. Zum anderen Mal allerdings auch deswegen, weil hier auch richtige Fake News über diesen U-Bahnhof hier verbreitet worden sind. Zum Beispiel, dass die Fliesen hier nur mit 11 Becquerel strahlen würden. Und das hier sind also mit einem Geigerzähler, der bis zu 80% untertreibt und keine Neutronenstrahlung messen kann, schon knapp 11 Mikrosievert. So, die Geigerzähler, der Geigerzähler, der verbleibende, funktioniert unübersehbar. Und am U-Bahnhof Rosenthaler Platz hat man gar nichts gemacht, obwohl das hier das Touri-Viertel bzw. Innenviertel, eins der Innenviertel von Berlin ist. Und der Rosenthaler Platz damit eins der Hauptumsteigebahnhöfe. So, jetzt gehe ich hier damit mal runter und zeige ich mal einfach so zufälliger Ein- und Ausgang hier, was der Geigerzähler anzeigt, alleine wenn ich hier mal durchgehe. Man geht rechts, also ich gehe jetzt hier nicht direkt an den Fliesenrand, die sind ja relativ weiß ich. Aber ich halte den hier mal so auf der Höhe und guck mal, was hier beim Durchgehen, er fängt schon an zu plärren. Das hier ist also definitiv Entfernung von einem halben Meter, wo er auf über 0,7 Mikrosievert hochgeht. Definitiv über dem Grenzwert. Ich gehe hier so weit von den Fliesen weg, dass die Leute mich sogar rechts überholen. Ja, also gesundheitlich geht es mir schon beim Gedanken hier runter zu gehen nicht mehr gut. Allein nachdem ich hier unten gerade die Messung für ihn gemacht habe, habe ich schon wieder Herzinfarkt-Symptome. Mir tun die großen Zehen weh. Ein klemmendes Gefühl in der Brust. Die ganzen Fliesen hier sind radioaktiv. Kein Warnschild, nichts. So 1,5 Mikrosievert beim Vorbeigehen schon. Ja, das ist auch Berlin. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt filmen darf, ich mache das trotzdem mal. Ich bin jetzt in der U-Bahn wieder weg. Die junge Dame, die da bei dem Kinderwagen sitzt, hatte gerade vorhin ihren Kinderwagen direkt vor diese Fliesen gestellt. Ich habe den Geigerzähler dazwischen gehalten, zwischen die Fliesen und dem Kinderwagen. Und mir ist da irgendwie so ein bisschen die Sprache verschlagen. Er hat ausgeschlagen auf über 2 Mikrosievert. Ich habe ihr das dann gesagt. Sie hat dann auch Abstand zu den Fliesen genommen. Aber das ist eben das, was passiert, wenn dann irgendwo ein Warnschild oder eine Beschilderung oder sonst irgendwas vor diesen radioaktiven Fliesen ist, dann lehnen eben auch die Leute daran und sind natürlich auch mit Kind und Kegel unterwegs. Und woher sollen sie wissen, dass diese Fliesen radioaktiv und gesundheitsschädlich sind, wenn sie selber auch noch nicht mal in der Höhe von den Fliesen sind?
Ja, und auf diese Weise, man sieht den Kinderwagen nochmal, warten eben die Fahrgäste auf die U-Bahn vor diesen radioaktiven Fliesen, wo sie Kind und Kegel mitunter vorschieben, auch 2, 5, 10 oder 20 Minuten darauf, dass die U-Bahn kommt, und denken sich nichts Böses dabei. Und vor genau sowas müssen die Leute eigentlich geschützt werden. Ich denke, hier liegt ein ganz klares Versagen der Stadt Berlin vor. Diese Fassade vom alten SFB-RBB-Gebäude und auch der U-Bahnhof Rosenthaler Platz strahlen, weil reines Uran aufgetragen worden ist, auch mit Neutronenstrahlung. Das ist also nicht zu verwechseln mit medizinischer Röntgenstrahlung. Da kommt was anderes runter von den Fliesen, auch wenn der Geigerzähler keinen besonders hohen Wert anzeigt. Neutronenstrahlung misst er nämlich zum Beispiel gar nicht. Und es fühlt sich jedes Mal nach dem längeren Aufenthalt an solchen Orten, war ich im Krankenhaus, nachdem ich 5 Stunden bei dem alten SFB-RBB-Gebäude gewesen war, habe ich die 3 Herzinfarkte gehabt. Und jetzt nach dem U-Bahnhof Rosenthaler Platz, auch schon nach dem dritten Mal, also bei allen 3 Malen, nachdem ich eine halbe Stunde bis 2 Stunden dort war, war ich danach im Krankenhaus. Und so eine Infusion mit klarem Wasser hier, oder weiß ich, wie man das nennt, ist wirklich eine Wohltat, weil das Blut fühlt sich von innen so an, als wenn es kocht. Also ich meine, das gleiche Zeug wird im Atomkraftwerk zum Erhitzen von Wasser verwendet. Mein Blut selber besteht auch aus Wasser. Also der Arzt hat es gerade auch nicht nachvollziehen können, warum ich das will und darauf bestehe, aber er sagte, Schaden tut es nicht. Ich sage, es ist einfach eine Wohltat, hier jetzt irgendwie 300 Milliliter kaltes Wasser in die Ader zu kriegen. Das ist einfach so. Das Herz kann deutlich leichter schlagen dann.